Ja, ich habe aber 30 Jahre nicht in der Küche gearbeitet, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja, und was wird sie hier groß? So, Ina, schmeckt's? Lecker. Wirklich gut, das ist eine gute Idee. Kann man mal öfters machen. Mahlzeit Mallorca. Ja, es ist Zeit zum Essen oder besser zum Grillen. Wir sind bei einem Grillseminar und was das gibt, seht in diesem Video. Ja, den haben wir schon 5 Jahre in Deutschland. Du armer. So, wir sind jetzt hier richtig am Grillen. Im Moment machen wir eine gefüllte Bratwurst. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Guckt euch mal an, wir haben also so ein bisschen von dem Bret aus der Bratwurst rausgeholt und dann wird die wieder gefüllt. Sieht im Moment aus wie eine Operation am offenen Herzen, aber es soll nachher ja eine gefüllte Bratwurst werden. Ich bin gespannt, wie es fertig aussieht. So, das hier ist jetzt ein Smoker oder was? Das ist ein Smoker, ich bin der Sven und das ist der Grill. Ja, genau. Also, ihr seht, guck mal an, hier richtig mit Design, da oben mit Ampeltomate drauf und ja, hier ist der nächste Grill, das ist das Schöne, wenn man alle so nebeneinander hat. Den kennen die meisten von euch. Da haben wir auch noch einen. Und guckt euch mal an. Und hier ist so ein Monolith, nennt sich das Ganze. Ist wie so ein Pizzaofen, funktioniert der. Das ist die. Auch wieder aufpassen, dass wir die heiß. Und vergesst bitte nicht, die Spieße rauszutun. Das schmeckt sonst ziemlich holzig. Ja? So, das riecht herrlich, ihr seht, also es ist gefüllte Bratwurst, eben war sie noch roh, jetzt ist sie schon gar und wir haben unsere übrigens in so einem Smoker drin und die sind jetzt soweit. Die andere auch. Andere auch. Ja. Von wem ist die? Das ist meine. Die ist wesentlich schöner. Oh, danke. Die meine? Guck mal, Ina, was? Hast du es gehört? Meine ist viel schöner. Die ist schöner. Könnt ihr selber entscheiden, entweder könnt die ihr mal, oder die. Könntest du mal in die Kommentare schreiben, welche Bratwurst schöner ist? Die linke oder die rechte? Ja, also die rechte habe ich gemacht. Die linke Ina. So, Ina, schmeckt's? Lecker. Wirklich gut. Das ist eine gute Idee. Kann man mal öfters machen. Ich bis auf den Boden runter. Ja. Sieht interessant aus bei dir. Ja, das ist ein Einzelstück. So, jetzt sind wir beim Wrap. Auch Wrap kann man vom Grill machen, habe ich auch nicht gewusst. Wie gesagt, wir haben hier herrliches Wetter und das im Januar, da kann man schon mal grillen, oder? Also, ja, schön, nicht? Oder am Pool stehen, etwas grillen. Zum Baden ist auch ein bisschen zu frisch, aber wir lernen heute jede Menge dazu. Sieht ja schon fast gut aus. Noch einen kleinen Moment. So, seht ihr das? Wraps vom Grill. Ja, selbst zusammengebaut. Ist auch schön, ne? Wenn man eine Gesellschaft hat, man kann auch eigentlich alle mit einbinden. Man kann das natürlich auch vorbereiten und macht das dann alles auf dem Grill. Also so, wie man das dann am liebsten mag. Also, ja. Ich finde das schön. Also, vor allem lecker. Lecker ist das. Ja, ihr könnt ja mal was in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch schon mal so gegrillt habt. Vor allen Dingen auf so einem Grill und ein Wrap drauf gemacht oder so wie gefüllte Champignons haben wir jetzt hier und ach, ist einfach nur herrlich. Ja, absolut. Gleich zuordnen kannst du ja. Ach so, ja gut. Genau.
So, schaut mal hier, jetzt gibt es von der Plancha den Pulpo. So sieht er aus, den kennt ihr wahrscheinlich immer nur klein geschnitten, aber das sind hier die ganzen Arme auf dem Grill. Oder als Säugling am Bein. Ja. In den Fingern, ja. Dann habe ich genau das Richtige. Ja. Genau sind wir mit zwei Spachteln zu arbeiten, dann geht das noch leichter. Wie gesagt, ein bisschen von der Hitze her, die sind schon soweit. So, die könnt ihr euch dann schon hier schnappen, wer Hunger hat. Mit denen fahren wir hier rüber. Seht ihr, und das ist mal typisch spanisch, wie heißt der, Pimientos de Patron, geht auch mit Jalapenos, sowas kann man zwischendurch mal auf dem Grill machen, also kurz anschwenken, bisschen Salz drauf, bisschen Öl und das war's dann schon und haben wir eine lecker zusätzliche Geschichte beim Grillen, ja, also hattet ihr gedacht, dass man das alles auf dem Grill machen kann? Also ich wusste das vorher nicht. Das ist ein Schutz für Salz. Ja, weil sonst wird es zu salzig. Okay. So. Nee, das Zeug kostet ja nichts. Und jetzt gehen wir her und hauen da unser Salz drauf. Aber richtig. War das immer so, dass die Angestellten gearbeitet haben und der Chef hat zugekommen? Ja, ja, wo nicht auf mein. So, wir sind inzwischen beim Fisch. So viel hintereinander habt ihr gesehen. Richtig schöner Lachs. Er wurde eingeschnitten. Der wird in eine Salzkruste, Kräuterkruste eingebaut. Im Moment ist das noch am Zusammenbauen. Wir sehen dann gleich, wie es fertig aussieht. Ja, weil normalerweise denkst du ja, du machst eine Salzkruste, damit der Fisch halt. Damit er einfach gart. Ja, ja. Einfach gart und damit aber die ganzen Kräuter. Das ist ein paar Mal so. Verdunt. Das ist die Kunst an der Sache. Ja? Eben, der ganze Aroma bleibt drin und den ausmachen. So, warte, die Kühlplatte nehmen wir erst runter. Warte, ganz kurz. Einen reinschieben. Ja, sollen jetzt zwei Mann noch helfen? Ja, komm. Also, bitte, wer ist freiwillig? Einmal hier. Also, wir müssen jetzt genau gucken, dass wir die Bretter gleich mitnehmen. So einfach. Perfekto, super. War's. Dankeschön. Alles klar, natürlich. So. Da spielt der Golf nur sich selber. Also, ihr seht, dass nicht nur er das kann, sondern ich auch. Das hast du heute gehört, als ich das gesagt habe. Ah, jetzt knistert schon. Perfekto. Sonnenuntergang sehen. Okay, jetzt habt ihr eine kleine Auszeit. Da seht ihr das so Kirschholz drunter, das ist gewässert worden vorher und ja, jetzt nutzt man den großen Grill, indem man da rechts und links einfach nur die Flammen anmacht und dann soll das was werden. Also wir sind ja gespannt. Ja. So, da seht ihr jetzt der Fisch, die große Kruste. Die wurde so künstlich aufgebrochen. Ne? Die habt ihr geöffnet, und dann, weil das jetzt betonhart ist. Und jetzt ist er zum Schluss nochmal einen anderen Grill umgelagert worden. Haute Cuisine, also wirklich hohe Küche. Ja, hier, guckt jetzt. Könnt ihr sehen, der gart, naja, im Geblinke bei 171 Grad. Ja, aber, ja. Er wird. So, jetzt gucken wir mal. 40, 47, 48. Oh, wie warm muss Fisch sein, wenn er... Ah, das sind wir jetzt irgendwo, müssen wir schon bei 70, 80 Grad sein. Also wir haben noch ein bisschen. Ja, haben wir noch ein bisschen. Ja. Naja, der braucht noch. Können wir noch eine Runde im Pool hier. Eine Runde im Pool, also Achtung, Körper. Aber schön, guckt euch das mal an, die Palme, wie die sich da im Pool spiegelt. Ja, Hammer. Sehr gut, ja, sehr geil. Rosmarin, ein bisschen Aroma. Kann auch Schnittlauch nehmen, klar. Ja, genau. Du kannst dann auch mittendrin noch ein bisschen Olivenöl, aber ganz vorsichtig nur aufpassen, weil Olivenöl hat keinen Temperaturpunkt. Bei 160 Grad verbrennt es sofort. Deswegen nicht.
Ja, so langsam wird es dunkel. Also man kann sich mit Grillen den ganzen Tag aufhalten. Zwischendurch immer wieder mal eine Pause gemacht. Jetzt sind wir beim Steak angekommen. Habt ihr das gesehen? 3 cm dickes Steak und haben gelernt, wie man das am besten zubereitet. Und ja, ich denke, das wird dann auch gleich schmecken. Der Fisch ist auch noch im Ofen, der braucht noch ein bisschen. Und wir sehen dann gleich das fertige Resultat. So, ja, das ist alles okay. Wenn du es mit hinbewegst, guckst du da. Schaut, da kommen praktisch die Tropfen raus, hintere. Da oben war jetzt gut, ich hab's schon verschmiert. Ja. Und dann dreht man. Und dann dreht man, ja? Flamme hoch. Und da hinten wird es noch ein bisschen schwarz auf. Ja, das ist ja wirklich die Frage. Das sage ich dir jetzt gleich. Hier sind wir schon Medium Plus, ja? Ja, da, hier. Ja, Medium Plus. So. Dann sind wir mit dem hier, sind wir dann bei Medium, ja? Ihr seht das jetzt hier. Ja. So. Ne, ist nicht perfekt, das ist schon noch ein bisschen Richtung Rear, ja? Ja. So, deswegen sind wir da ja auch, deswegen liegen die anderen auch noch drauf. Ja, das war ein bisschen dünner. Das war so fast 1 cm dünner, deswegen. Ja. Das kommt aber auf die Qualität. Gute Qualität. Seht ihr, das ist doch lecker. Vernünftiges Steak, so wie es sein soll. Und ja, sowas alles an einem Tag. Den Fisch haben wir noch nicht gesehen, der kommt aber gleich noch. Ich komme aus der Partner Schweizer Ecke. Ja. Das ist so die Richtung. Seht ihr, und da ist er, der Lachs. Der Lachs. Den kannst du ja auch alemannisch, oder wie heißt das? Alemannisch, genau. Du bringst den Teller mit. Noch von dem Stück, ja. So, nächster. So, Ina, wie sieht's aus? Schon ja, probiert? Nee, noch nicht. Ich muss erst sortieren. Ja. Wegen den Geräten. Sonst kriege ich vielleicht einen Hustenreiz hier. Mhm. Aber warte. Nicole. Lecker. Der ist richtig gut. Ja, wunderbar. Okay. So, das war's dann. Wir haben den Fisch jetzt auch probiert. Ein kleines Grillseminar. Wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal in Juckmajor im Barbecue-Haus oder First Barbecue-Haus, so heißt es, vorbeischauen. Da kann man sich nicht nur Grills anschauen. Heißt es überhaupt Grills? Auf jeden Fall die Mehrzahl von einem Grill. Könnt ihr euch alles anschauen. Und ja, ihr könnt euch auch anmelden zu einem Grillseminar wie diesen. Also gibt lecker was zu essen und man lernt jede Menge. Ich wusste gar nicht, dass man zum Beispiel bei einem Grill die Temperatur gar nicht so hoch fahren muss, bis auf beim Steak, aber normalerweise eher weniger. Weniger ist da auch manchmal mehr, aber mehr erfahrt ihr in so einem Seminar. Also wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach so, dann hat ja einen Vorteil. Ja, sehr gut.